Der Mensch ist heute aufgefordert, die Sinnfrage im ganzen Umfang bei sich selbst spirituell und psychisch, physisch zu leisten. Er muss diese Sinnfrage mutig beginnen und damit muss er sich in seinem Konsumverhalten übersteigen und Spiritualität als eine sehr schöne Möglichkeit nehmen, eben als eine Möglichkeit, denn Spiritualität ist etwas, das in einer freien Bewegtheit des Gedankens beginnt und der Gedanke ist in diesem Sinn sonnenhaft. Aber das kann nur eben das Individuum beantworten. Gruppen sind im wirklichen Sinne kontraindiziert. Ja, Heinz, wir sind hier jetzt in Judikarien. Ist vielleicht ein bisschen der Begriff weniger bekannt. Bekannt ist, wenn man sagt, da drüben ist der Gardasee und der Monte Casale zum Beispiel, Sarkatal. Und da drüben ist dann die Brenta und die Adamello. Das heißt, wir sind hier im Trentino in einer alten Almwaldlichtung, das du hier gestaltet hast als Sonnenoase. Sonnenoase eben, einerseits ist heute tatsächlich jetzt sonnig und es ist eine Art Oase, durch das das aus dem Wald herausgenommen ist. Aber ich denke, was du mit Sonnenoase meinst, ist ja jetzt mehr im seelischen Sinn zu verstehen. Vielleicht darf ich da sogar die erste Frage dann stellen, weil wir dann, glaube ich, ganz gut ins Thema kommen, wenn du das von dir erklärst, was dein Wunsch ist eigentlich auch jetzt mit diesem Ort hier der Begegnung und des spirituellen Studiums. Ja, die Sonne strahlt Licht aus, während der Mond beispielsweise ein Licht reflektieren kann. Der Mensch sollte eigentlich zum Licht ausstrahlenden Bürger der Zeit werden. Und so verstehe ich unter der Sonnenoase ein Ort, wo Menschen gerade um dieses schöpferisch-kreative Prinzip bemüht sind und eine tatsächliche Ausstrahlung auf die ganze Welt entwickeln. Es ist hier die Pflege vor allem von Meditationsinhalten und meditativen Tätigkeiten. Und es sind eigentlich immer Personen hier, die sich bemühen, dass sie bestimmte Gedanken so in die Vorstellung bringen, dass sie auch eine weitere Ausstrahlung für die Zukunft gewinnen. Dies gelingt zu einem gewissen Grade schon. Das heißt, es ist für dich ja ein zentraler Punkt eigentlich, der vielleicht auch ungewöhnlich ist, dass du tatsächlich von der Schöpferkraft des Gedankens ausgehst, dass also der Gedanke eine tatsächliche Kraft ist, die grundlegend für die ganze Lebensprägung ist. Das heißt, dass meditative Gedanken, das heißt Gedanken, die jetzt größeren, sagen wir mal, vielleicht einfacher, größerem ästhetischen, einem größeren harmonischen oder einem größeren Weisheitsprinzip unterliegen, indem sie gedacht werden, diese Kräfte tatsächlich auch in der Welt freisetzen können. Ja, ganz grundsätzlich gehe ich von dem aus, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, bestimmte geistige Inhalte nach außen auszudrücken. Jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Ich will einmal ein Beispiel nehmen, das leicht verständlich ist. Der eine hat handwerkliche Fähigkeiten und kann mit dem Handwerk natürlich sehr viel Gutes bewirken. Ein anderer hat künstlerische Fähigkeiten, wieder ein anderer hat musikalische Fähigkeiten und schließlich wieder ein anderer pädagogische Fähigkeiten oder heilkundliche Fähigkeiten. Im Rahmen zum Beispiel des Musikalischen ist das ganz wertvoll, wenn man einmal den Vergleich nimmt, wie ein Mensch hinüberstrahlt auf seine Mitmenschen und wie er durchaus sogar eine geistige Ausstrahlung bzw. eine Wirksamkeit auf ein größeres Gesamtes besitzt. Ich will einmal ein Beispiel nennen, das viele, die Musik gerne hören, kennen. Es gibt in Amerika eine Sängerin, die ist jetzt mittlerweile nicht mehr die Jüngste, sie ist über 80 Jahre alt geworden, die Joan Baez. Und diese Joan Baez, die sang ja mit 24 Jahren allein vor einem großen Publikum auf faszinierende Weise mit ihrer Gitarre, wie sie sich mit der Akustikgitarre, wie sie sich da
auf ganz einfache Weise hinstellte. Das ist faszinierend. Aber was ich ausdrücken möchte, ist, es besteht die Fähigkeit des Singens, des Musizierens, des Gitarrenspiels. Und zwar eine wirklich gute Fähigkeit des Singens. Aber was ist sie wirklich in der Seele? Wie strahlt sie wirklich hinüber auf das Publikum? Man muss das einmal, gerade in einer so alten Aufnahme in Schwarz-Weiß, wie sie mit 24 Jahren eben das Publikum erreicht und singt, was sie wirklich hinüberstrahlt. Sie ist nämlich von ihrer Natur aus im wahrsten Sinne zum Freiheitskampfe oder zum Friedenskampf, wenn man so sagt, zur Friedensstifterin. Eigentlich ist sie auserkoren. In der Seele ist sie Friedensstifterin. Im Äußeren ist sie Sängerin. Beides verbindet sich, die Fähigkeit des Äußeren, die Eigenschaft der Seele. Nun ist es bei Joan Baez etwas sehr Bemerkenswertes, weil sie aus einer Schule kam, die aus den alten griechischen Zeiten noch resultiert. Und sie war dort nicht einmal in der Initiationswissenschaft, sondern sie war im Politischen damals tätig. Und im Politischen war sie aber mit der Idee von hervorragenden Staatssystemen engagiert. Und da sie dies bis zur Aufopferung ihres Lebens damals pflegte, also in einer Zeit, die eben schon gute 2000 Jahre zurückgeht, war sie tätig und sie kommt wieder in einer nächsten Inkarnation. Also man muss natürlich daran glauben, an die Reinkarnationslehre, das ist nicht etwas Selbstverständliches heute, aber nehmen wir an, wir glauben an die Reinkarnationslehre, dann kommt sie und hat automatisch in ihrer Seele diese Fähigkeit, dass sie singt, beispielsweise sie singt, We shall overcome, we walk hand in hand. So einfach, so fast kindlich einfach ist es. Und das Publikum spürt authentisch, ja, so muss es sein, das kann gar nicht anders sein. Die nehmen den Inhalt, ohne dass sie den groß erklären muss, auf, weil der Inhalt in ihrer Seele liegt. Und in der Sonnenoase möchte ich eigentlich nichts anderes, dass Menschen das, was sie im Tiefsten an Inhalt heranbilden können oder das, was sie an Inhalt schon tragen in sich, dass das nur noch weitere Ausgestaltung entwickelt und dass sie das entsprechend der Welt verfügbar machen. Das ist der Gedanke der Sonnenkraft des Menschen, der Sonnenoase. Bei Joan Baez ist eigentlich die Sonne Friedensstiftung und künstlerische Perfektion, möchte ich sagen. Und sie ist einerseits so scheu, dass sie fast die Bühne wieder verlässt, aber andererseits merkt sie, sie muss es tun, ja, sie geht mit der Gitarre hin und singt. Und die Menschen sind berührt von diesem Gesang. Das heißt, es ist eine tiefe Authentizität, die sich ausdrückt und die den anderen Menschen berührt. Und ja, zu dieser Authentizität möchtest du auch für die Menschen beitragen, dass der Mensch zu dieser tiefen Authentizität findet und das heißt, wie Joan Baez praktisch die Musik eine Art Medium ist, sind die Yoga-Übungen ein Medium oder wenn man ja, bei dir sagen mag, ist das Klettern vielleicht ein Medium. Also einerseits natürlich klar das strukturierte Unterrichten, aber diese innerste Kraft braucht ein Medium, um sich auszudrücken, damit es in einen sozialen Bezug sich stellen kann, aber gleichzeitig ist in gewisser Weise unabhängig davon. Also es drückt sich in allem, was dieser Mensch tut, wird sich das ausdrücken. Natürlich wäre das sinnvollerweise eine Anlage dazu ausprägen oder veredeln, die ihm gegeben ist. Also wenn jetzt schon Baez diese Stimme hat und diese Musikalität, ist das natürlich eine schöne Sache, wenn sich das verbindet. Aber es wäre eigentlich sogar unabhängig von der Befähigung. Es ist schon gut, wenn der Mensch nach Fähigkeiten strebt, also guten Handwerk, gute Architektur, gute Kunst, Pädagogik. Es ist, weil ich kenne ja so und so viele Leute, die sagen, Spiritualität allein genügt
Und es genügt nicht, also man muss schon auch im Leben standfest etwas anzubieten haben. Ja. Aber da hat jeder Mensch, der einigermaßen bemüht ist, hat etwas anzubieten. Aber es ist ja auch hier, wenn ich dein Werk an Literatur oder Seminarthemen anschaue, ja eigentlich auch so weit, dass eigentlich jeder Mensch tatsächlich eine Fähigkeit entdecken wird, die er veredeln kann. Also über Kochen, Pädagogik, Klettern und so weiter. Das ist ja so weit, dass tatsächlich bis in die fachliche Ausgestaltung und Anregung das auch beispielhaft durchdrungen ist. Und wenn ich vielleicht von dir als Kletterer, ist in gewisser Weise vielleicht deine Kletterhöhepunkte sogar bevor du den Yoga gegründet gehabt hast, aber doch da sehr markant ist, dass du auch das sehr großes praktisch, also sehr großes Talent hast, aber dieses Talent auch sehr ausgestaltet hast. In dieser Weise, dass du damals ja, was ja revolutionär empfunden worden ist durch diese Alleingänge, eigentlich auch dieses für dich vermutlich einengend empfundene Sicherheitsdenken sehr relativ gesehen hast. Ja, also beim Klettern, das ist schon lange Jahre her, das war 1975, 76, 77 und noch einige Jahre aufwärts, begann ich nach sorgfältiger Überlegung, diejenigen Routen ganz seilfrei zu klettern, die zu dieser Zeit die besten Kletterer nur mit Seil und viel Aufwand bewältigen konnten. Ich hatte eigentlich so gut wie gar nichts mit mir geführt und kletterte eben in kürzesten Geschwindigkeiten durch diese Routen hindurch. So war das natürlich ein Anstoß an das damalige, immer stärker werdende Sicherheitsdenken, weil ich brachte ja gewissermaßen eine Provokation, ungewollterweise eine Provokation gegen die Vorstellung von Sicherheit. Also ich kletterte da leichten Fußes hinauf, während andere da mit viel Sicherungsaufwand sich im wahrsten Sinne hinaufplagten. Aber John Bass war in gewisser Weise ebenso eine Provokation für die Sicherheit. Wenn man jetzt das weltpolitisch nimmt, von der ganzen Rüstungslage und so weiter, war ja John Bass praktisch, wie soll man sagen, ein Konzentrationspunkt der Friedensbewegung, die ja sehr, sehr viele Menschen berührt hat. Und ähnlich ist es bei dir ja dann, also gerade mit dem, du beginnst mit dem Yoga-Unterricht, dass du ja unheimlich viele Menschen unterrichtet, gelehrt hast, unheimlich, wie soll man sagen, praktisch eine offene Tür eingerannt hast, so wie John Bass eigentlich, diese offene Tür des unbedingten Bedürfnisses nach Frieden, nach einer Neuorientierung des Bewusstseins zur Menschlichkeit, hast ja du eigentlich auch ähnlich auf deine Weise diesem Bedürfnis der Menschen nach Bewusstseinsentwicklung entsprochen. Aber gleichzeitig, wenn man schaut, wo ist die Friedensbewegung hingekommen, also man hat sich an John Bass erfreut, aber wo sind jetzt die Ideale, sagen wir mal, wenn man sagt, dieser Alt-68er, wo ist das weitergetragen worden? Und ähnlich sehe ich es ja bei dir, wenn du jetzt so sehr viele Menschen sehr tief berührt hast, und ich kann jetzt von mir sagen, dass in dieser Begegnung eigentlich ein tiefer Herzenswunsch erfüllt worden ist, weil jetzt bei mir in der Natur zum Beispiel, in der Bewegung, immer, ich habe immer große Schönheit gesehen, die ich vermitteln wollte. Aber ich wusste nicht recht, wie das geht, wie man sich da stellen kann, wie man Goethe, wie man Bach, wie man diese ganzen unheimlich schönen Kompositionen so versteht und so aufgreifen kann, dass sie fruchtbar werden. Und da war mit der Begegnung mit dir tatsächlich eine ganz neue Kapazität, eine ganz neue Möglichkeit eröffnet, das tatsächlich praktisch umzugestalten. Und diese Möglichkeit ist ja für sehr, sehr viele Menschen eröffnet. Also wenn man jetzt auf einfacherer Weise, vielleicht von einem Friedensempfinden durch John Bass oder tatsächlich durch eine Bewusstseinsgestaltung durch dich. Ja, also der Weg, den ich lehre, der setzt ja gerade dort an, dass jemand, der Anthroposoph ist, gerade durch die Impulskraft von meiner Seite mehr zu Rudolf Steiner und zur Anthroposophie findet. Und dass jemand, der beispielsweise jetzt das Klettern aufgehört hat, wie viele Tausende von Menschen gibt es, die das Klettern aus Gründen, weil die Leistung zu utopisch in
Ebenen ansteigt, die es nicht mehr haltbar ist. Wie viele Personen gibt es, die aufgehört haben und dann lernen sie meine Routen kennen und vielleicht sogar kleine Inhalte von mir kennen und dann beginnen sie wieder neu und beginnen damit eine Art Empfindung und inhaltliche Seite in sich zu entdecken, die sie eigentlich zum Bergsteigen haben. Also vielleicht ist es eine der wesentlichsten Eigenschaften von meiner Person, dass ich Menschen zu ihren ureigensten Sinnfragen und Sinnerfülltsein führen kann. Also gerade die Spiritualität, und die Spiritualität ist es ja, dass diese sich das durch die Kraft des Geistes wieder neu für den Menschen ausspricht und der einzelne Mensch schließlich in einer Tätigkeit eine andere Qualität sehen kann, also eine inhaltliche Qualität. Also so findet vielleicht jemand, der lange Jahre Goethe liest, erst durch mich plötzlich zu dem, was in Goethe eigentlich steht, dass er erst die Inhalte als solche begreifen kann. Ich glaube, ich bin eine Person, die kein Wort ohne Inhalt ausdrücken kann. Ich kann, und ich bin zum Teil richtig dumm, wenn ich das so sage. Da sprechen Anthroposophen von Astralleib, vom Ätherleib und von diesen und Reinkarnationen und so weiter. Und ich kann in keinen der Punkte folgen, obwohl es das meine Studienfächer seit 40 Jahren sind. Kann ich in keinen einzigen der Punkte folgen. Ich muss es mir mühsam erarbeiten, ich muss mir jeden Begriff einzeln nochmal vergegenwärtigen, damit ich selbst authentisch sprechen kann. Und erst dann kann ich sprechen. Darf ich das kurz vielleicht einführen? Also ich habe dich ja kennengelernt beim Yoga-Kurs. Ich bin eigentlich vom Kampfsport gekommen und habe Yoga so scheinbar zufällig erlebt. Und was mich ganz stark beeindruckt hat, dass das an sich ganz einfach gehalten war. Also Entspannungslage einnehmen. Und trotzdem war für mich das erste Mal so, dass ich erlebt habe, da ist ein Mensch ganz authentisch. Das heißt, selbst diese einfachen Anleitungen waren tatsächlich ganz gegenwärtig gedacht. Also die waren nicht aus einer Erinnerung, die waren nicht irgendwie abgespult, abgelesen, routiniert, sondern man merkt, es ist ein Mensch ganz gegenwärtig, vollkommen authentisch präsent. Ja, also ich kann nicht anders. Ich kann nicht etwas aussprechen, was ich nicht in eigenständigen Gedanken bis zur Form selbst aufgebaut habe. Aber das ist ja das, was man erlebt, dass mit deinen Aussagen gleichzeitig diese Form, gleichzeitig diese Kraft entsteht. Ja, aus dem Grunde stören sich auch so viele Menschen an mir, weil sie merken, dass es nicht nur irgendeine Theorie ist, die ausgesprochen ist, sondern sie merken, dass wenn das wahr ist, was ich sage, und wenn das also Bedeutung hat, was ich sage, dass sie dann mit ihrem Leben auch wieder einen neuen Anfang bilden müssen. Aus diesem Grunde gibt es bei mir sehr viele Kontrareaktionen, Widersprüche. Also das heißt, also es gibt Menschen, die das suchen, und es gibt Menschen, die das im wahrsten Sinne als Bedrohung für sich und ihr Selbstverständnis erleben. Also wenn ich nur dran denke, was sich Gegner für Mühe machen, um diese Authentizität zur Sekte zu bewerten, zum schlimmen Gurutum abstempeln. Oder was eigentlich gar nicht einmal das Schlimmste ist, sondern wie dann eigene Personen, eigene Personen ist nicht richtig ausgedrückt, Personen, die bei mir mal gelernt haben, wie die das dann wieder aber zum Konsum nehmen. Das ist eigentlich eine der großen Tragiken. Weil indem das authentisch ist, hat das auch das Wort die Kraft. Und es kann eine Energie geben. Jetzt suchen natürlich viele Personen passive Heilung und passive Aufladung. Und das bezeichne ich, das ist sektenhaft. Und unter dem leide ich eigentlich am meisten. Und aus dem Grunde gehe ich dann oft her, wenn ich das bemerke, dass ich wirklich wie mit der Axt da komme,
und kräftig in eine Gruppe hineinschlage und sage, hier geht es um Auseinandersetzung und nicht um Gruppenbildung und um irgendwelche Devotionen, dass man da etwas da nimmt, so devotional, damit man sich da gewissermaßen Energie von mir akkumuliert. Also das ist leider eigentlich eins der wirklichen schwierigen Umstände, die ich also richtig gehen als Problematik kenne und gegen diese Problematik ich oft mit verzweifelten Maßnahmen ankämpfe. Darf ich hier zur zweiten Frage kommen? Die ist, weil mir eben diese Situation ja zumindest teilweise bekannt ist. Eben wie durch Zugehörigkeitsgefühle eben nicht ein schöpferischer Impuls ausgeprägt wird, sondern tatsächlich in dieser Energie, man möchte schon fast animalisch bezeichnen, also gesuhlt wird, wie man diese Energie erpresst von dir durch allerhand, also wirklich eigenartige Spiele, möchte man schon fast sagen. Und das ist eine Frage, die jetzt einerseits sehr persönlich ist, aber die ich eben vom Prinzip her im Weltgeschehen, gerade jetzt mit Corona, sehr analog wiedergespiegelt sehe. Also ähnlich, wenn man sagt, wenn jetzt John Bass diesen Impuls für die Friedensbewegung gegeben hat, und die hat jetzt niemand überzeugt, die hat ja praktisch die Herzen, die danach gebrannt haben, entflammt, möchte ich sagen, wenn man es ein bisschen vielleicht poetisch sagt. Aber das ist ja der eigene Wunsch der Menschen, dass sie diesen Frieden wollten. Und gleichzeitig ist eigentlich dieses Entwickeln des schöpferischen Bewusstseins der Wunsch, der meiner Überzeugung nach die Menschen zu dir führt. Aber wird dieser Wunsch jetzt nicht weitergetragen, sondern wird es konsumiert, dann entsteht mir der Eindruck, dass tatsächlich diese Problematik der Zeit, die durch einen geordneten Schulungsweg nicht entstehen könnte, weil das Bewusstsein so reifen würde, dass diese Suggestionen keinen Platz finden würden, sich wie aufbläht und sogar diese Zeiterscheinung befeuert oder sogar hervorbringt. In einer Art von unglaublicher Dekadenzerscheinung. Ja. Also um nochmal zurückzukommen, eine Joan Baez, die wirkt sehr authentisch, wenn sie so ganz einfache Lieder singt. Und die Personen spüren das, nehmen das auf und bemerken, dass eigentlich ein Frieden notwendig ist. Oder beispielsweise Unterdrückung von einer anderen Hautfarbe eigentlich völlig diskriminierend ist und dass das nicht geht. Die spüren das, während sie singt, weil sie das authentisch in ihrer Seele trägt. Aber es gibt jetzt noch einen Impuls, der darüber hinausgeht. Und der geht in die geistige Welt. Das heißt, sie tritt auf, überwindet sich in ihrer Scheuheit und singt. Und im Herzen, in der Tiefe ihrer Seele trägt sie diesen Wunsch nach Frieden. Der geht auch in die geistige Welt und strahlt über die geistige Welt ebenfalls wieder hinaus. Man muss sich fragen, wenn eine Joan Baez damals nicht gesungen hätte, wenn sie überhaupt nicht aufgetreten wäre, was wäre dann vielleicht noch Unmögliches und Gewaltsames geschehen? Weil diese gesamte geistige Wirkung gibt sich in ein Ganzes und hat doch eine Bedeutung. Würde die Person Joan Baez fehlen, dann würde, glaube ich, sehr viel an Friedensstiftung und Friedensbewegung fehlen. Sehr viel würde fehlen. Eine einzige Person kann sehr große Bedeutung haben. Jetzt rechne ich aber mal anders. Jetzt rechne ich auf meine Studiengänge, die ich entwickelt habe. Dann hat das einen ganz, möchte ich sagen, einen ganz schwierigen Teil in sich, weil ich, wenn ich Lehrer bin, gleichzeitig mein Wort mit Energie fülle. Und weil ich mein Wort mit Energie auffülle, ist die Energie im Moment das Attraktivere, was der Einzelne empfängt und weniger seinen eigenen Lernschritt als Verantwortung und Verpflichtung sieht. Jetzt stehe ich in einer recht kritischen Lage, weil ich muss sagen, nein, nur das, was wirklich authentisch gelernt ist, das hat Bestand. Aber es hat keinen Bestand, wenn du heute, wie viele Personen sind in eine Heilung gekommen von einer Karzinomkrankheit? Durch rein, indem dass sie einmal 6 Wochen hier bei mir verbringen konnten, sind sie in eine vollständige Regression und Regeneration gekommen.
Diese Formen haben aber eigentlich keinen Wert, wenn nicht ein Lernschritt aus dem Menschen selbst im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung hervorkommt. Es sind sogar gerade diejenigen, die wo am meisten geheilt worden sind, die sind die heute die allerbelastendsten Menschen für die Weltschöpfung, weil sie das als Konsum verstehen und nicht wirklich ihrer Verantwortung, dass sie geheilt worden sind, nun gerecht werden, dass sie auch entsprechend dem Schulungsweg für andere Menschen einmal denken und da sein. Wenn sie größere Egoisten werden daraus, dann ist das ein wirklich tragischer Teil, der in der Gesamtheit von Corona und in der Gesamtheit von dem, wie heute Suggestionen, Lügen wirken können, wie die Schwäche des Menschen immer mehr eintritt und psychische Labilität entsteht, in der Gesamtheit eben sehr schwerwiegend wirkt. Weil man kann nicht geistig sich erbauen und heilen lassen und auf der anderen Seite dann sein Ego überblähen und plötzlich da eine solche Spiritualität an den Tag legen, die nur durch Zugehörigkeit, Sektiererei oder durch Glaubensformeln existiert, die in Wirklichkeit keine Realität in sich haben. Der Mensch ist verantwortlich für das, was er empfängt, und wenn er geheilt worden ist, dann muss er auch der Heilung gerecht werden. Ansonsten ist es besser, dass er sich lieber durch schulmedizinische Maßnahmen plagt und dort seine letztendlich seine Strapazen und seine Opferleistungen findet. Wenn ich jetzt an dem Gedanken, den du ausgeführt hast, noch anknüpfe, dann denke ich, kann man den ja mit dem Begriff der Initiation ganz gut beschreiben. Das heißt, der Mensch erlebt in der Authentizität eines Menschen, der tiefer diese Lebensgeheimnisse und Seelenzusammenhänge schauen kann, der diesen schöpferischen Menschen in sich, wie soll man sagen, geformt hat, erlebt er eigentlich sein eigenes Lebensprinzip. Das heißt, er erlebt eigentlich auch den Irrtum dieser normalen Habens- oder Konsumorientierung. Ja, der Begriff Initiation, der ist natürlich in geistigen Schulen bekannt. Beispielsweise im Yoga wird derjenige, der Meister, der den Schüler initiiert, der nimmt seinen Daumen und drückt den Daumen direkt auf die Stirn und wiederholt dabei bestimmte Verse oder bestimmte Mantren. Also das heißt, die Initiation im Yoga geschieht also direkt in Form eines Rituals. Es gibt jetzt verschiedene Formen der Initiation, die zum Teil mit Kulthandlungen und zum Teil ohne Kulthandlungen stattfinden. Es ist auch die Johannestaufe am Jordan, ist beispielsweise eine Form der Initiation, wo derjenige in eine geistige Welt versetzt wird durch die Untertauchung unter Wasser. Aber das wäre jetzt auch eine spezifische Ausführung, die man treffen müsste, damit man das im Gesamten versteht und die Einzelheiten begreifen kann, wie sie vor sich gehen. Initiation ist jedenfalls auf die Seele und auf das innere Erleben gerichtet. Und jetzt war es mir schon zu allen Anfangszeiten im Yoga bekannt, dass diese Art Initiation für mich eigentlich ein Unsinn ist, wo dann der Vishnu Devananda seinen Daumen genommen hat und auf die Stirn des Schülers gedrückt hat. Ich habe mich ja dagegen verweigert. Ich war wieder derjenige, der revolutionär ist. Ich habe gesagt, nein, ich brauche keinen Guru. Also für mich gelten andere Prinzipien. Ich verweigerte mich eigentlich immer grundsätzlich gegen solche Mantren-Einweihungen und Kultuszeremonien. Weil für mich war das schon zu frühen Zeiten klar, dass eine Initiation stattfindet, wie bei der Joan Baez, die initiiert die Menschen durch ihren Gesang und durch ihre Authentizität mit ihren Friedensappell, mit ihrer Kraft zur Friedensstiftung. Das tut sie automatisch. Also der im Konzert war, wie sie noch jung war, ja, jetzt heute ist das nicht mehr ganz so.
Aber wie sie noch jung war, initiierte sie diejenige Personen zur Friedensbewegung, weil sie authentisch das ausstrahlt. Und so ist es auch bei mir, dass ich niemand den Daumen auf die Stirn drücken muss. Es ist sogar für mich völlig kontraindiziert, weil das Ritual ablenkt und dann eine so eigenartige Unterwürfigkeit sogar des Schülers herbeileitet. Das ist also für mich wäre das ein Unding. Für mich ist die Initiation meine eigene Authentizität. Und ich weiß nur zu gut, wer mich kennt und mir einige Zeit zuhört, etwas Studiengänge bei mir macht, der ist initiiert in diese geistige Welt und der spürt, und das ist das Wesentliche, der spürt, nun brauche ich mich nicht mehr um mich selbst, um meine eigene Selbstverwirklichung kümmern, ich brauche nicht mehr in irgendeiner Weise einen Meister suchen, erst bin ich selbst an der individuellen, an den individuellen Punkt angelangt, an dem ich nun durch die unmittelbare Studientätigkeit und Auseinandersetzung mit dem Leben und den Phänomenen des Lebens sofortige geistige Kräfte freisetzen kann. Und das ist der Fall, wenn Personen zu mir kommen und fahren nach Hause, setzen sie ab dem Moment geistige Kräfte frei. Aber das Ganze hat nun eine Schattenseite. Weil man muss meine Person in die Mitte damit rücken. Und es kann etwas entstehen, dass zum Beispiel ein Personenkult mit meiner Person aufgezogen wird. Und das Ganze noch viel schlimmer in einen Konsum fällt, wie jemals zuvor. Und diese Tendenz gibt es leider auch. Das hat eine Schattenseite. Man weiß, da ist ein geistiges wirksam und nun kann man es und spürt das auch. Man merkt das, ja, da kommt Energie mit dem Wort. Das Wort ist nicht nur Theorie, das ist lebendig, man fühlt sich erfüllt, vielleicht fühlt man sich angehoben, sogar in manchen Fällen geheilt. Und aus diesem Grunde ist es so, dass diese Missbrauchsformen natürlich genauso gut gegeben sind. Und sie hat es auch gegeben, diese Missbrauchsformen. Also ich brauche nur an die Münchner Ärztin denken, die das Ganze für sich und für die Entwicklung einer eigenständigen neuen religiösen Bewegung gemacht hat. Also sie hat mich als den sogenannten Meister vorgeschoben und hat in München mit Personen, die mit auch Namensmissbrauch eine eigene religiöse neue Bewegung hochgezogen. Und diese religiöse Bewegung, die da entstanden ist, ist bis zum heutigen Tag leider noch tätig und sie beeinflusst sogar auf suggestive Weise viele, die jetzt bei mir mal gelegentlich ein Seminar besuchen. Sie beeinflusst noch sehr stark, weil der Mensch gewohnt ist, die leichtesten konsumorientierten Wege im Sinne der Spiritualität zu gehen und nicht sich auseinandersetzt mit den Worten. Also wenn beispielsweise von meiner Seite ein Wort gesprochen wird, ein Wort über eine Wirklichkeit, zum Beispiel über das nachtodliche Leben, dann braucht er selbst zunächst einmal das nicht erforschen. Aber ich sage dann, du wirst erst ankommen, wenn du es selbst anlässlich meiner Worte eigenständig erforscht hast. Und nun nimmt man aber die Worte im Sinne von Konsum und beginnt dann diese schreckliche missionarische Tätigkeit und sagt, der Heinz hat gesagt, so und so ist es noch in der geistigen Welt und missioniert den anderen. Ich werde ganz wahnsinnig auf diese Art von Sektiererei und, möchte ich sagen, nicht nur Sektiererei, sondern auch Zerstörung des eigentlichen geistigen Sinnes dieser Sache. Es ist leider sehr weit verbreitet. Ich möchte sagen, in der Mehrzahl wird Konsum angemeldet und nicht wirkliche Auseinandersetzung. Und das sehe ich auch im Zusammenhang mit der ganzen Welt, dass Spiritualität heute ein Ausnahmefach im Leben geworden ist. Während Spiritualität im Sinne von Konsum ein sogenanntes Hauptfach ist. Ein Hauptfach, dem sich viele verschreiben. Wenn ich jetzt im Blick auf
eben die gegenwärtige Situation, kann man ja sicher sagen, sie entsteht aus einem Mangel an Spiritualität, sie entsteht aus einem Mangel aus Bewusstseinsschulung, an klarer Beobachtungsgabe, an klarer gedanklicher Aufrichtigkeit, auch an einem klaren Menschenbild zum Beispiel, das einen Menschen würdig, produktiv sieht. Also da ist mal der Mangel da, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Frage da, wenn man sagt, es ist schon bei es zum Beispiel initiiert die Menschen zum Frieden. Dieser Missbrauch der Schulung führt ja dann auch zu einer negativen Initiation. Das wird ja auch nicht neutral bleiben, sondern es ist ja einerseits der Mangel und andererseits praktisch wie eine Art Substanz der Suggestion, die in die Zeit fließt und diesen Mangel nicht nur behebt, sondern sogar noch sehr, sehr stark verstärkt oder hervorbringt. Mhm. Das ist sehr gut jetzt aus dem Gespräch reflektiert. Ich habe vielleicht in meinem Leben sicher 100.000 oder vielleicht sind es auch 200.000 Personen unterrichtet. Also sie sind initiiert. Nun schaue ich einmal zurück auf eine relativ lange Lehrzeit und Biografie und stelle fest, was ist daraus geworden? Wo stehen die Menschen? Mit welcher Kraft begegnen sie anderen? Zeigen sie ihre Unterlassung anderen und schrecken sie andere direkt ab vor geistiger Schulung? Das wäre an der Oberfläche sichtbar. Sie schrecken aber nicht nur ab, sondern sie initiieren, wenn sie nicht das ordentlich zu einer guten sozialen Kapazität ausrichten, initiieren sie mit negativer Kraft. Sie verleiden dem Menschen die Entwicklung. Und wenn ich daran denke, von, sagen wir, es sind 150.000 Personen, die ich unterrichtet habe, die ich erreicht habe, dann sind von den 150.000 Personen, möchte ich sagen, 149.500 in eine gegenteilige Richtung gegangen, aus Bequemlichkeit, aus Bindungsansprüchen zum Leben und aus einem Unterliegen dem schönen und allgemeinen Konsumprinzipien, die man eben, aus Bequemlichkeit wählt. Dann ist das ein Verhältnis, ich rechne nur einmal in Wagenzahlen, 500 Personen gehen noch den Weg. 149.500 Personen missbrauchen das Gelernte, indem dass sie den anderen insgeheim, so mit Joan Baez, insgeheim die Friedensstiftung initiiert, sie insgeheim initiieren, dass sie sagen, und einen Geist, den gibt es gar nicht. Ich habe zwar den Geist kennengelernt, ich konsumiere ihn, aber in Wirklichkeit gibt es ihn nicht, sondern es gibt nur in irgendeiner Weise solche Formen, die wo man theoretisch als Geist benennt oder mehr oder weniger krankhafte Formen des Geistes. Sie werden das nicht mit Worten sagen, aber in ihrer Seele drücken sie durch dies, dass sie nicht die Schulung ernst genommen haben bei mir, drücken sie genau das Gegenbild zu einem geistigen Bewusstsein aus. Man kann sich darin auch vorstellen, dass ich eine unglaubliche Gegnerschaft habe. Eine Gegnerschaft, die eigentlich grausam und unermesslich stark ist. Und ich hier mit der Sonnenoase mit nur wenigen Personen arbeite, denn es ist tatsächlich so, dass es meist schon in den Schwierigkeiten der Zeit liegt, dass man überhaupt ordentlich aus dem bisher Gelernten etwas macht. Also so kann man sich vorstellen, wie das Verhältnis heute ist. Und dann kann ich zu Recht, ohne in hybrische Aktionen zu fallen, kann ich zu Recht sagen, ja, wäre das eine ordentliche Schule bei mir, dann würde die Zeit nicht so stehen. Da es aber keine ordentliche Schule nicht ist und da man das Ganze einfach um keines Gesetzes der Welt willen richtig machen muss, sondern es jederzeit missbrauchen kann, wird es eigentlich zum Gegenbildnis. Das heißt also,
ich bewerte die ganze Arbeit von mir hauptsächlich sogar als eine Negativwirkung, damit die Zeit noch größere Wellen in die Suggestion und in die Depressionen und in die Verzweiflungen schlägt. Es fehlt in diesem Sinne an den Personen, die einmal etwas gelernt haben, aber das Gelernte nicht wirklich umsetzen. Daran fehlt es. Und wenn da nur wenige vorhanden sind, die noch einigermaßen die Sache ernst nehmen, dann sind es erst im Moment zu wenige. Es müsste eine größere Zahl sein und es müsste eine größere Verantwortung geben. Leider muss ich zu dieser Bilanz kommen, nach so und so vielen Jahren der Unterrichtstätigkeit. Aber dennoch steht hier dieser Ort für jeden offen, der diese Nöte der Zeit sieht, der dieses Interesse empfindet und der diesen Weg gehen möchte, aber mit einer eigentlich doch recht ernsten Mahnung und Aufforderung tatsächlich auch das als, wie soll man sagen, als einerseits großartige Möglichkeit, aber auch als einen gewissen Wendepunkt im Leben zu begreifen. Der Ort steht verfügbar und es sind auch Personen wie die Barbara, die diesen Ort verfügbar macht. Ja. Und es besteht immer die Möglichkeit zu einem grenzüberschreitenden Anfang. Also man darf nicht davon ausgehen, dass grundsätzlich eine Bilanz das endgültige Ende bezeichnet. Eine Sonnenoase soll es hier sein. Ist es vielleicht zu einem gewissen Grad, ja? Und es sollen mehrere Sonnenoasen entstehen. Was jedoch nicht entstehen soll, Flucht in eine Gruppe zur Lebenskompensation, um der schwierigen Zeit auszuweichen. Sondern eine Sonnenoase heißt, dass man ordentlich an seiner wirklichen Kraft der Ausstrahlung und der Entwicklung zur seelisch-geistigen Reife arbeitet. Es heißt auch, dass man die Inhalte, wie sie hier schon im wirklich großen Umfang gegeben sind, im unendlich großen Umfang, dass man sie so bearbeitet, dass sie tauglich für das soziale Leben werden. Und das kann nur das Einzelindividuum tun. Das ist nicht eine Gruppenfrage. In einer Gruppe kommt man maximal für einen Wochenendkurs zum Seminar zusammen oder einmal zu einer gemeinsamen Meditation. Aber die Arbeit ist eine individuelle und so sehe ich für die Zukunft nicht eine Gruppe, die sich behauptet unter dem Begriff Sonnenoase, sondern ich sehe nur Einzelindividuum. Das, was in München geschehen ist, das war mir das größte Gräuel, dass aus dem Namensmissbrauch von meiner Person, also dass man überall sagt, ja, der Heinz hätte das gesagt, der Heinz hätte die Therapie vorgeschlagen, der Heinz hätte jenes gesagt und der Heinz will das, dass wir hier in Gruppen zusammenkommen. Das wurde immer von der Ärztin propagiert und die Leute blindlings diese Ärztin noch nachfolgten. Also bis zu schlimmsten psychotischen Zuständen ging das, weil die Ärztin ja es verstand, die Menschen zu diminuieren, sie zu reduzieren in ihren Charakter, ihnen zu sagen, dass sie schlechtes Karma haben und deshalb zu ihren Therapie gehen müssen. Also die hatte da allerlei Formen gehabt. Also da hat man ja ein Musterbeispiel für dieses Initiationsprinzip, für wie das negative Initiationsprinzip und entsteht. Ja. Unvorstellbaren Wirksamkeit. Ja. Also das hat eine breiteste Wirksamkeit, die wir bis zum heutigen Tag von Hunderten von Menschen noch hier spüren. Also das spüre ich jeden Tag eigentlich, wie da Leute Aggressionen ansetzen, weil sie eigentlich ihre Seele daran verloren haben, verkauft haben, kann man sagen. Aber was ich eben damit ausdrücken möchte, ist eigentlich ganz wesentlich, der Mensch ist heute nicht geschaffen für eine neue religiöse Bewegung, für Gruppenaktionen, in denen sich er stark macht. Der Mensch ist heute aufgefordert, die Sinnfrage im ganzen Umfang bei sich selbst spirituell und psychisch, physisch
zu leisten. Er muss diese Sinnfrage mutig beginnen und damit muss er sich in seinem Konsumverhalten übersteigen und Spiritualität als eine sehr schöne Möglichkeit nehmen, eben als eine Möglichkeit, denn Spiritualität ist etwas, das in einer freien Bewegtheit des Gedankens beginnt und der Gedanke ist in diesem Sinn sonnenhaft. Aber das kann nur eben das Individuum beantworten. Gruppen sind im wirklichen Sinne kontraindiziert. Ja, Heinz, vielen Dank für diese Ausführungen. Ja, danke auch für das Interview. Ja.